Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Und zwar treten wir an bei der Heimstätte des letzten Super Bowls in Atlanta bei den Falcons. Und der Ball ist bereits unterwegs. Sanders hat den Ball aufgenommen und läuft bis an die 24-Yard-Linie der Atlanta Falcons. Erster Versuch und 10 für Dallas. So, wir sind beim Solo-Battle. Wir laufen erst einmal. Da erwartet uns hier, glaube ich, diesmal eine deutlich härtere Nuss als beim letzten Mal. Wir laufen mit Elliott über die Mitte. Da ist aber alles zu. Dann weichen wir doch einfach mal aus. Und Elliott macht da zwei Moves und kommt bis an die 41-Yard-Linie. Aber die sind sehr schnell. Normalerweise bricht Elliott dann immer durch und sprintet die Seitenlinie entlang. Da waren die Verteidiger der Falcons aber auch sofort da. Trotz alledem natürlich ein Riesenplay. Erster und 10 an der 41-Yard-Linie bereits. So, was einmal gut geklappt hat, machen wir noch ein zweites Mal. Wieder ist Elliott als Running Back auf dem Feld. Hier soll es durch die Mitte gehen. Kommt auch nach vorne bis an die 37. Zweiter Versuch und 6. Bleiben wir natürlich noch beim Laufspiel. Das klappt ja. Ist jetzt ganz gut. Wieder geht es über Zeke Elliott, über die rechte innere Seite. Da kommt ein Blitz von links. Keine Chance von Elliott. Da ging es zum ersten Mal nach hinten los. Wir haben einen dritten und 7 von der 39-Yard-Linie. 39-Yard-Linie, wir sind quasi im Niemandsland. Für ein Field Goal ist das ein bisschen zu weit. Nehmen wir den Tight End Angle. Also wir attackieren mit den beiden Tight Ends, Jarwin und Swain, die Mitte. Ich achte links auf Keyshawn Johnson. Und los geht's. Keyshawn Johnson ist gedoppelt. Wir gehen auf unseren Tight End, denn der ist in der Mitte frei und der hat den Ball. First Down an der 22-Yard-Linie von Atlanta. Schöner Catch. Weiter geht der Drive. Mit einem Lauf durch die Mitte. So, es geht wieder über Zeke Elliott. Keine Lücke. Da ist alles zu. Gerade mal ein Yard Raumgewinn. Ich würde jetzt gerne mal über die Außen laufen. Ja, da bekommen wir aber leider mal überhaupt nichts. Dann nehmen wir den Drive-Through-Corner. Heißt, wir schicken Terrell Owens von der rechten Seite aus in Motion. Ich achte mal auf Swain, auf meinen Tight End, ob der frei ist. Und los geht's. Nein, der ist gedeckt in Manndeckung, aber Terrell Owens ist frei. Und der hat ein neues First Down an der 10-Yard-Linie der Falcons. So, jetzt kommt nochmal der erste Lauf über die Außen, Halfback Stretch. Heißt, wir gehen über die linke Seite und in dem Moment kommt der Safety nach vorne. Freunde, wir laufen über die rechte Seite. Wow, sehr schöne Blocks. Elliott bis an die 6-Yard-Linie und damit endet auch schon das erste Quarter. Also ein langer, langer Drive. Und wir sind kurz vor der Endzone der Atlanta Falcons. So, wir laufen noch einmal wieder über die Außen, wieder mit dem Halfback-Stretch. Diesmal aber über die linke Seite mit Elliott. Und wir verlieren 2 Yards. Das ist jetzt ein dritter und 7. Halten die Falcons. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Wir probieren es mit dem Texas. Also wir attackieren die Mitte. Mit Jarwin und mit Eddie George. Ich achte links auf Keyshawn Johnson, aber der ist direkt an der Line of Scrimmage gedeckt. Das dürfte wohl nichts werden. Wir gehen auf unseren. Und das ist eine Interception in der Endzone. Oh, ich werde wahnsinnig. Ich werde verrückt. Eddie George tippt den Ball. Der Ball ist an der 20-Yard-Linie. Also da ist wirklich gerade alles schief gegangen, was schief gehen kann. Ganz miese Situation. Wir blitzen mit beiden Safeties. Oh Mann, jetzt dürfen wir uns keinen Fehler in der Defense erlauben. Erster und 10 für Atlanta. Wir ziehen die beiden Safeties nach vorne, Woods und Earl Thomas.
Ganz cool. First down. Nein, hat noch nicht ganz gereicht. Michael Vick für 9 Yards war es. Aber ganz cool. Trotz des Drucks bringt er den Ball an. 2.1 an der 29-Yard-Linie. Laufspiel durch die Mitte. So, und jetzt sind wir schon beim Two-Minute-Warning. Oh, immer noch keine Punkte. Ich ärgere mich so über diese blöde Interception. Wäre ich doch konservativ am Laufspiel gewesen, hätten wir wenigstens 3 Punkte mitgemacht gegen dieses starke Team der Falcons. Erster und 10 an der 32. Vollständiger Pass. Ja, First Down. Nein. Yards. Nein. 2010. So, Gap Press. Die Falcons haben hier auch keinen Stress, spielen ganz normal hier ihren Stiefel weiter runter. Ja, sie haben auch einen Michael Vick, der passt auf Julio Jones. Neues First Down an der 43-Yard-Linie. Ein sehr souveräner Drive, der ist nicht zu stoppen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 4 von 4 ist Michael Vick. Erster und 10 an der 45-Yard-Linie der Cowboys jetzt. Neuer First Down an der 34-Yard-Linie. Ja, das spielen die Falcons ganz souverän hier runter. Brauchen ihre Auszeiten gar nicht, weil sie genau immer die Yards holen, die sie benötigen. Und ich glaube, dieser Interception kurz vor der Endzone, die werde ich noch schwer, schwer bereuen. Der nächste vollständige Pass. Timeout genommen von Dan Quinn. Wir gehen mal in eine Cover 3 Sky Press. Defense also in eine Zone Coverage. Mit dem Blitzen auf Vick komme ich nicht durch. Die O-Line zu stark der Falcons. Vick wirft lang und der ist intercepted. Ich wollte mich gerade schon ärgern, aber den zu Boden fallenden Ball kann dann Deion Sanders sichern. Also keine Punkte für Atlanta. Erster und 10 Cowboys an der 20-Yard-Linie. Also auch hier eine Interception in der Endzone. Laufspiel Elliott über die Mitte. Ich muss nach außen ausweichen. Keine Chance. Da werden auch die Blocks nicht gesetzt. Das ist richtig schwach. 2012. Ball ist an der eigenen 18-Yard-Linie. Wir versuchen jetzt mal einen langen Pass. Schauen uns mal unsere beiden Whiteouts, Owens und Cooper an. Laufen selbst mit Prescott. Haben einen First Down und gehen an der Seitenauslinie raus an der 30-Yard-Linie. Erster und 10 Cowboys. 21 Sekunden noch auf der Uhr. Probieren wir diesen Spaß doch nochmal. Wir haben ja noch 3 Auszeiten zur Verfügung. Also wieder achten wir auf die Whiteouts, die aber schon wieder von den Cornerbacks zurückgezogen gedeckt werden. Gehen wir mal über unseren Tight End in der Mitte. Erstes Timeout Cowboys, 2. und 2 nach diesem Run von Dak Prescott. Ball ist an der 39, 15 Sekunden sind nur noch zu spielen. Nehmen wir einen Double Slant, also Owens und Johnson von der linken Seite, Cooper auf der rechten. Ich hoffe, dass Owens und Johnson ihre Verteidiger mit rüberziehen. Ja, das tun sie. Da ist der Ball auf Amai Cooper und der Ball ist an der 42-Yard-Linie, 8 Sekunden vor dem Ende. So, wir brauchen noch ein paar Yards. Das hilft ja nichts. Das reicht nicht für einen Field Goal Try, wo wir jetzt sind. Dig and go. Wir attackieren die Mitte. Also, mit Jarwin und mit Zeke Elliott. Wir schauen mal, wie sich der Safety da hinten verhält. Der zieht nach innen. Wir gehen den langen Ball in die Endzone auf Terrell Owens und der ist schon wieder intercepted. Die dritte Interception im Spiel. Und wieder in der Endzone. Und die erste Halbzeit ist vorbei. Die beiden Teams wollen nicht punkten. Weiterhin also 0:0. Ich musste das Risiko gehen. Elliott war gedeckt. Auf den hätte ich nicht werfen können in der Situation.
Also wieder ist meine Defense gefragt. Kick ist unterwegs. Geht bis weit in die Endzone der Falcons hinein. Da sehen wir keinen Return. Erster und 10 Atlanta an der 25-Yard-Linie also. So, da kommt Michael Vick aufs Feld. Wir blitzen mit dem Under Smoke. Dürfte der letzte Blitzversuch sein, wenn der auch schon wieder in die Hose geht, gehen wir komplett auf die Zone Coverage. Gonzalez, der Tight End, geht in Motion. Und da haben wir ihn zum ersten Mal gesackt. Wunderbar. Michael Vick, 2. und 17. Wir bleiben mal in der Cover 3 Sky Press. So, wir. Fender Ash konzentriert sich auf Michael Vick. Nicht, dass der uns hier irgendwie aus der Pocket herausläuft. 2. und 17. Moss geht rechts in Motion. Incomplete Pass. Stark verteidigt von Leighton Fender Ash. Ganz stark gemacht. 3. und 17 damit. Ich gehe mal in den Recent Play. Ich möchte diesen Cover 3 Sky Press wieder haben. Der ist gegen Michael Vick Gold wert, weil halt ein Receiver auf Vick achtet. 3. und 17 von der 18-Yard-Linie. Vick mit wahnsinnig viel Zeit. Wirft tief. Und der ist incomplete. Meine Güte. Der hat so viel Zeit da hinten. Earl Thomas war da noch dran. 4. und 17. Meine Defense schafft es also. Der erste Drive, der man nicht mit einem Turnover endete. Dass ich das noch erleben darf. So, der Ball ist unterwegs. Sanders nimmt ihn auf an der 25. Kommt sage und schreibe ein Jahr nach vorne. Na Mahlzeit. 1. und 10 für die Cowboys. So, Lauf über die Außen. Halfback Toss. Geht über Elliott. Wir gehen über die linke Seite. Da ist der Safety zu schnell, Richards. Ein Yard Raumgewinn nur für Elliott. 2. Versuch und 9. Wir bleiben beim Lauf Inside Zone. Oh, da blitzen die Falcons durch die Mitte. Ich gehe auf einen, per Audible, auf eine Slant Route. Wir gehen auf, oh Gott, wo wirft denn Prescott den Ball hin? Das gibt's ja gar nicht. Ganz schwacher Ball. Mein Gott, ich werde wahnsinnig hier. 3. und 9. Also jetzt wird's dann ein Spiel um die Feldposition. Unglaublich. Jarwin und Johnson attackieren die Mitte. Versuche mit Prescott das First Down zu erreichen. Wir scheitern furios. 4. Versuch und 3. Und das kann ich gegen das Team hier nicht ausspielen. Der Kick von Jones. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Zurückgetragen bis an die 23-Yard-Linie. Jetzt kommen die Falcons wieder aufs Feld. Also das... Ich ärgere mich, ich hatte die Chance für zu punkten in der ersten Halbzeit. Bei diesem allerersten Drive, die wir so leichtfertig vergeben haben. Und dieser Chance renne ich jetzt hinterher. 1. und 10 an der 23-Yard-Linie für die Falcons. Wir spielen mit dem Gap Press. Graham geht in Motion. Vollständiger Pass von Vic Ballis an der 28-Yard-Linie. So, wir gehen in eine Zone Coverage, in die Cover 3 Sky Defense hinein. 2. Versuch und 4 an der 28-Yard-Linie. Play Action, ja, dann läuft Vic halt auch gerne mal selbst. 3 Yards Raumgewinn, das hat auch nicht gereicht für einen First Down, aber das ist jetzt ein 3. und 1. Ich muss blitzen bei dem 3. und 1 über den Thunder Smoke. Wir suchen also, falls Freeman hier laufen sollte, dass wir ihn hoffentlich stoppen können. Und Freeman läuft durch die Mitte. Und das ist kein First Down. Das dürfte nicht gereicht haben. 4th and Inches. Wieder muss Atlanta punten und wieder hält meine Defense.
Also die hält mich hier wirklich im Spiel. Sanders mit dem Return. Bis an die 28-Yard-Linie. Wir haben noch 3 Sekunden zu spielen im dritten Quarter. Laufspiel. Zeke Elliott über die Mitte. Da ist schon wieder alles zu. Ich bekomme keine Blocks. Ich weiß nicht, wo meine Vorblocker sind. Da sind die Verteidiger der Falcons so schnell im Backfield. Da kannst du kein Laufspiel aufziehen. So, 2.14, Tight End Attack. Ich achte außen mal auf Keyshawn Johnson, was der macht. Ansonsten gehen wir über die Mitte über Jarwin. Keine Chance. 3.24, also jetzt machen sie mich gerade hier komplett nass. Ich kann jetzt nur noch mal in die 4 Verticals gehen und natürlich ziehen sie ihre Cornerbacks wieder zurück. Wir gehen auf unseren Tight End, der kommt immerhin noch mal wieder. Da kommt er nicht, der kann den Ball nicht festhalten. Oh, das gibt's nicht. 4.24. Ja, ich würde mal sagen, das Battle um die Feldposition haben damit die Falcons gewonnen. Und ich sag, wird ein 3-Punkte-Spiel hier, ahne ich. Schöner Tackle. Aber der Ball an der 41-Yard-Linie, die mit Abstand beste Feldposition, jetzt hier bei diesem Punt-Festival in der zweiten Halbzeit. Wir gehen wieder in eine Cover-3-Sky-Defense hinein. 26 Sekunden noch zu spielen bis zum 2-Minute-Warning. 1. und 10 an der 41-Yard-Linie für Atlanta. Vollständiger Pass. Vic ist 8 von 11. 61 Yards. 2. und 4 nach diesem Ball auf Jimmy Graham. Wir gehen eine Cover 2 Hard Flat. Ich muss jetzt hier ein bisschen rumspielen, ob wir es irgendwie schaffen, Vic zu verunsichern. Aber jetzt ist hier Crunch-Time. Letzter Spielzug vor dem 2-Minute-Warning und da ist eine Lücke. Jetzt sind sie an der 41-Yard. Es fehlen noch 6 Yard und sie sind in Field-Goal-Range und ich glaube, das wird bei dem Spiel heute hier reichen. Wer hier ein Field-Goal erzielen kann, wird dieses Match gewinnen. 1. und 10 an der 41-Yard-Linie. Knallharter Hit von Jalen Smith. Der war richtig gut. Da hat's gerumst bis auf die Tribüne. Wir gehen in eine Cover 3 Sky Defense hinein, also in eine Zone Coverage. Vic wirft vollständig. Der Ball ist an der 38-Yard-Linie. 3. und 7. Oh mein Gott. Jetzt gilt's. Edge Sting. Wir versuchen die Mitte dicht zu machen. 3. und 7. Laufspiel versuchen, der geht nach hinten los. Ball ist an der 42-Yard-Linie. Keine Chance für ein Field Goal für Atlanta. Tja, aber hätte ich jetzt auch gemacht, wenn ich der Head Coach der Falcons wäre. Sie spielen diesen Versuch aus. Mit einem Field Goal Try. Das ist optimistisch, Freunde. Das wäre ein 59-Yard-Field Goal in 100 Jahren nicht. Und der semmelt das rein. 59 Yards. Ist klar, Leute. Sanders mit dem Return. Nimmt den Ball auf, retourniert über die linke Seite. Kommt bis an die 33-Yard-Linie. Wir haben noch 1 Minute und 1 Sekunde Zeit, aber was? 59 Yards, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. So, Laufspiel über die Außen. Halfback Toss. Ich suche ja immer noch irgendwie die Lücke in der Defense der Falcons. Elliott über die Außen. Kommt nicht in den Spin-Move rein. Das ist so zum Heulen. 1 Yard Raumgewinn. Gigantisch. Cornerbacks wieder zurückgezogen. Wir attackieren mit Jarwin und Johnson die Mitte. Da kommt ein Blitz. Ich riskiere es, den langen Ball, der ist schon wieder intercepted. Nein, er kann den Ball nicht festhalten. Terrell Owens.
Dritter und 9. Probieren es mit dem Level Cell. Wir brauchen jetzt erstmal irgendwie einen First Down. Wir gehen die Mitte, die rechte Seite mit Jarwin und mit Elliott. Elliott hat den Ball. Der kommt nicht in einen Move hinein. So, vierter Versuch und 4. Ich nehme meine erste Auszeit. Ich habe keine Idee, mit welchem Spielzug wir das jetzt versuchen sollen. Wir nehmen den Wide Receiver Drive, das heißt, wir konzentrieren uns nur auf Terrell Owens. Und der hat den Ball, das ist ein First Down für Dallas. Der Ball ist an der 45-Yard-Linie der Falcons. Wir haben gerade unsere vorletzte Auszeit genommen. So, neuer erster Versuch und 10 für Dallas. Wieder nehmen wir die Four Verticals. Also notfalls laufe ich hier auch selbst. Ich achte wieder auf Terrell Owens. Jump in der Mitte. Und wir laufen selbst. Prescott an der 32-Yard-Linie. Wir schicken unsere Field Goal Unit aufs Feld. Das ist ein 49-Yard. Du wirst geeist. Alter Schwede. Ja, das werde ich jetzt sowieso verdengeln. Der Ball ist unterwegs und der ist gut. 3 zu 3, eine Sekunde noch auf der Uhr. Mein Gott, was ist das hier für ein Spiel? Squid Kick. So, Zeit ist auf 0 runtergelaufen. Willkommen in der Overtime. Regeln sind klar. Das Team, das den Coin Toss gewinnt, hat die Möglichkeit, hier einen Touchdown zu erzielen. Scheitern sie bei der ganzen Geschichte, dann habe ich nochmal die Chance zu bekommen. Die Atlanta Falcons haben den Coin Toss gewonnen. Heißt, erzielen sie den Touchdown, haben wir gar keine Chance mehr zu reagieren. Bei allen anderen Sachen kommen wir nochmal wieder aufs Feld. So, der Kick ist unter... Der hat mir 59 Yard Field Goal reingesammelt. Da komme ich immer neu drüber. Kick bis in die Endzone, kein Return. Erster und 10 an der 25 Yard Linie für die Falcons. Und Michael Vick. So, wir blitzen mit dem Linebackern. Erster und 10. Unfassbar. Bei dem Druck, der dreht sich um, hat nur eine Millisekunde Zeit und bringt den Ball an den Tight End. Der war blind geworfen, aber vollständig. Riesenplay. So, Overload Blitz, zweiter Versuch und 1 von der 34-Yard-Linie. Incomplete Pass. Oh, der war vollständig. In 100 Jahren nicht. Der hatte doch nie im Leben beide. Naja. Erster und 10 an der 46-Yard-Linie. Hier passieren gerade seltsame Dinge. Zweiter und 3, Ball ist an der 47-Yard-Linie. Wir blitzen mit dem Gap Press, aber die Falcons sind hier stark unterwegs. Aber da wird Vic gesackt. Da hat er die Marcus Ware nicht kommen sehen. Dritter Versuch und 11. Wir gehen in eine Cover 3 Hard Flat. So, kein Running Back im Backfield. Es wird auf jeden Fall ein Passspiel zugeben. Und der ist incomplete.
Keine Punkte für die Offense der Falcons beim ersten Drive. Sie werden jetzt punten müssen von der eigenen 46 Yard. Das heißt, sie werden den Ball in einer bescheidenen Feldposition erhalten, vermute ich. Oh, Leckler haut das Ding ins Au. Der geht in die Endzone. Ja, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also, erster und 10 an der 20-Yard-Linie. Wenn wir jetzt ein Field Goal schaffen, haben wir dieses Spiel gewonnen. Aber wir wissen alle, das wird gegen dieses Team hier knüppelhart. So, Drive-Through-Corner. Terrell Owens kommt von der rechten Seite in Motion, auf den werden wir uns konzentrieren. Ich achte auch auf Swain, auf meinen Tight End. Und los geht's. Terrell Owens ist unterwegs, ist frei. Hat ein neues First Down. Der Ball ist an der 31-Yard-Linie. Schönes erstes Play der Cowboys. Ich probiere nochmal wieder den Halfback-Toss in der Hoffnung, dass ich irgendwann einmal vernünftige Blocks gesetzt bekomme. Diesmal geht es über die rechte Seite mit Elliott. Da hat er eine Lücke und fummelt den Ball. Nee, also wenn man ein Spiel nicht gewinnen soll, dann soll man es nicht gewinnen. Und ich glaube, in dem Spiel, es sollte einfach nicht sein. Jetzt sind sie ja schon wieder an der 39-Yard-Linie und sie haben ja diesen Jahrhundert-Kicker da hinten. Den haben wir eben schon kennengelernt. Das heißt, jetzt sind die Falcons hier definitiv in der Situation, wo sie das Spiel gewinnen können. Sie können jetzt ja eigentlich schon ihren Kicker wieder aufs Feld schicken. Wir wissen ja, was der im Fuß hat. Das haben wir ja eben zu Genüge sehen dürfen. Zweiter und 9. Ja klar, Leute, ist... Nee. Touchdown, Atlanta. In der Overtime verlieren meine Cowboys dieses Spiel. Aber ich glaube, ich hätte noch 100 Jahre weiterspielen können. Ich hätte niemals, glaube ich, hier was gerissen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.